Der nächste Schritt ist die Reinigung der Milchaggregate. Das ist sehr wichtig für die Milchhygiene. Hygiene ist bei der Milchverarbeitung das A und O. Das heisst aber auch, dass alles gründlich gereinigt wird, und zwar immer im Drehstufensystem kalt vorwaschen, Hauptgang mit heißem Wasser und Reinigungsmittel und wieder mit kaltem Wasser abwaschen. Eine schlechte Milchhygiene geht auch keinen guten Geisskäse. Darum ist das die Basis der ganzen Milchverarbeitung die Hygiene. Jetzt werden die Milchaggregate und die Milchkanne vorgespült. Das heisst, die gröbsten Milchreste werden so rausgespült. So, das sind die ganz unerwünschten Partikel, die wir nicht in der Milch wollen. Hier zeigt sich, wie wichtig das ist, dass die Milch auch gefiltert wird, bevor sie weiterverarbeitet wird. Jetzt werden die Aggregate im Hauptgang mit heißem Wasser und Reinigungsmittel und dem Vakuum durchgespült. Der Vakuum ist wichtig, dass der Druck auch in den Leitungen ist, dass das Wasser richtig mit Druck durchgepumpt wird und so auch nur die erforderte Wirkung erlangt. Hier sieht man auch Gummis, Filter, die dazwischen sind, gereinigt werden, mit den Bürsten, auch rund um die Kannen umreinigen. Zu guter Letzt werden die Aggregate kalt nachgespült, damit sicher alle Reinigungspartikel draussen sind. Jetzt sind die Aggregate wieder blitzblank sauber gewaschen. Jetzt muss man sie aufhängen, dass sie abtropfen und trocken werden. Und dann sind die wieder bereit für morgen für die nächste Melchung.